Hi. Was machst du so alleine hier draußen? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Darf ich? Und? Hattest du noch einen schönen Geburtstag? Ja, sehr sogar. Jetzt fängt ein ganz neues Jahr an für mich. Woher weißt du eigentlich, dass ich Geburtstag habe? Wegen der Gehaltsbescheinigung, die ich gestern für dich unterschreiben musste. Sind das unsere Enten? Ja, keinen Sinn für Romantik. Welche Romantik? Sorry. Was hältst du davon, wenn wir sie freilassen? Meinst du denn, sie sind groß genug? Schon lange. Komm, schenk mir ihnen die Freiheit. Wahrscheinlich hast du recht. Ihr wollt doch nicht ewig in diesem ollen Gehege rumhängen. Ist doch total langweilig. Was gibt's denn da zu lachen? Ich glaube, wir haben eine Bande von Stubenhockern großgezogen. Ja, also von mir haben sie das jedenfalls nicht. Höchstens von dir. Ach so. Ach, die guten Eigenschaften haben sie von dir und die schlechten von mir. Die Trägheit haben sie von dir. Sonst wärst du schon längst reingekommen und hättest mir geholfen. Das war's. Jetzt sind sie weg. Wie schnell sie gewachsen sind. Es war einfacher, sie anzufangen, als sie loszulassen. Die ganze Zeit schon fragen wollte, was ist das eigentlich für eine Hütte da? Ach, die hat mein Großvater vor vielen Jahren gebaut, um sie da zurückzuziehen. Willst du sie sehen? Ich muss eigentlich wieder. Ich war da ewig nicht drin. Keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Jedenfalls wusste dein Großvater, wo es schön ist. Ich glaube, hier könnte ich es auch aushalten. Ich weiß gar nicht, ob er hier gelebt hat. Wozu braucht er die Hütte denn sonst? Ja, zum Wohnen ist es hier auch entschieden zu kalt. So. Mm-hmm.